Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Einfach Elektrisch. Ja, die liebe Frau hat wieder eine Reise gebucht und zwar diesmal an den Gardasee. Und das ist natürlich der ideale Zeitpunkt, mit euch gemeinsam einen Roadtrip zum Gardasee gemeinsam zu machen. Und ich habe natürlich wieder unseren Kooperationspartner Sternauto mit seinen 22 Standorten in Deutschland angerufen, gefragt: Mensch, habt ihr ein passendes Auto für mich? Ich habe ja immer noch nicht mein neues Elektroauto. Und da haben sie gesagt: Mensch, Olli, wir haben einen schönen nackten Hirschen für dich. Das haben sie natürlich nicht gesagt, sondern einen EQS 450 mit einer guten Ausstattung. Als Probanden und den kannst du natürlich gerne auch für deinen Roadtrip zum Gardasee benutzen. Und da ist das wunderschöne Schmuckstück mal in Obsidian Schwarz Metallic. Ich bin gespannt, was wir hier wieder für eine schicke Ausstattung genießen. Ich vermute mal, das könnte sogar der gleiche sein wie bei meinem letzten Roadtrip, wo wir ja in Zell am See waren. Ja, einen kurzen Zwischenstopp machen wir natürlich in München. Warum? Weil wir da Freunde haben, die mal kurz besuchen. Das ist auch so ein bisschen mehr als die Hälfte der Strecke. Ist auch für Donnerlein, unsere schokobraune Labradorhündin, dann natürlich ein bisschen mehr Entspannung, als wenn wir die 1100 Kilometer einfache Strecke zum Lago di Garda in einem Tag durchfahren würden. Ja, und der Mercedes EQS ist natürlich auch der hervorragende Proband. Wir schauen mal, was wir hier haben. Ah, wunderbar, 2-Zonen-Display, sehr schön. Und was natürlich wunderbar ist, hier passt das Donnerlein hervorragend rein und ihr kriegt sogar hinter die Sitze ein oder zwei Golfbags. Das ist natürlich wichtig, um den Laderaum für Gepäck zu haben. Und wenn man mit Hund und der lieben Frau natürlich auf Reisen ist, dann kann man natürlich auch viel, viel Gepäck mitnehmen. Wir haben hier ein, zwei Koffer der Frau, ein bisschen Volvic Essenz, das ist ja mein neues Lieblingswasser, übrigens null Zucker, ist ja gut für meine zarten 99,9 Kilo. Und mit ein bisschen Geschmack gibt es mit Orangenblüte und so weiter. Ich will gar keine Werbung machen. Ich habe ein Köfferchen dabei, noch ein kleines Zwischengepäck für die kurze Übernachtung, Aktentasche, eine Weste und eine Jacke. Und dann kann es eigentlich auch schon losgehen, hier von Neustrelitz auf die Reise mit dem Mercedes EQS zum Gardasee. Wenn euch das interessiert, freue ich mich, bleibt dabei und denkt über ein Abo nach, denn wir werden noch weitere Folgen mit dem EQS am Gardasee und natürlich auch die Rückfahrt dann online stellen. Das ist natürlich gut, wenn ihr Abonnent seid. Ich habe festgestellt, nur jeder 10. Zuschauer ist Abonnent. Also kommt gerne mit dazu. Ein YouTube-Abo ist ja bekanntlich kostenfrei. Aber nicht umsonst, damit ihr die weiteren Videos nicht verpasst. Wir sind startklar. Die liebe Frau ist im Auto. Sag mal hallo, Gizella. Hallo. Ja, und das liebe Donnerlein ist natürlich auch am Start. Hat sie schon mal hinten auf der Rückbank im Mercedes EQS schön bequem gemacht, weil sie es natürlich besonders gerne mag, chauffiert zu werden. Ja, wir starten mit 97% State of Charge. Der EQS 450 zeigt eine Reichweite von maximal 762 Kilometern an. Das ist ja der Wahnsinn. Da würden wir theoretisch sogar bis nach München kommen, ohne zu laden. Und das sind natürlich tolle Werte für so einen langen Roadtrip bis an den Lago di Garda. Wir wollen natürlich die Navigation des Mercedes EQS in unsere Reise mit einbringen und natürlich Online-Traffic und die Ladeplanung über den EQS erstmal starten. Und dazu nutzen wir natürlich die Sprachbedienung und sagen: Hey Mercedes! Hey Mercedes! Was kann ich für dich tun? Fahr uns nach Feldkirchen ins Hilton Garden Inn. Die Route zum Ziel Hilton Garden Inn Munich Messe, Otto Lilienthalring 32, Feldkirchen wird berechnet. Bitte fahre zur angezeigten Route. Ja, wir haben uns für das Hilton Garden Inn entschieden, weil wir da einen super Preis bekommen haben mit 79 Euro fürs Doppelzimmer. Feldkirchen liegt im Münchner Osten bei Parsdorf an der Münchner Messe. Und das ist natürlich ideal, weil wir da auch eh dran vorbeifahren würden, um dann Richtung Brenner und Richtung Gardasee am nächsten Tag vorzufahren. Und das ist natürlich dann der ideale Übernachtungsort für uns direkt an der Wegstrecke. Aber ich würde sagen, wir starten mal die Motoren oder den Motor vielmehr beim EQS 450 Plus und fahren los.
bevor wir losstarten, schauen wir noch mal kurz auf die Ladeplanung und die Wegstrecke. Momentan haben wir 17 Minuten Verzögerung. Da scheint irgendwie eine Baustelle oder ein Storchen zu sein. Er empfiehlt uns, bei Ionity in Himmelkron zu laden. Da sollen wir mit 14% State of Charge ankommen, bis 48% laden, um dann am Hilton Garden Inn in München, Feldkirchen, anzukommen. 2% ist natürlich ein bisschen eng. Ich würde das zwar wahrscheinlich hinkriegen als schon etwas erfahrener Elektroauto-Pilot, aber wir werden wahrscheinlich nochmal die Ladeplanung ein bisschen verändern, weil wir eh mal kurz pullern müssen. Der liebe Hund muss mal eine Runde Gassi gehen. Und da werden wir einfach mal spontan entscheiden, wie wir unsere Ladeplanung machen, da ich ja inzwischen auf dieser Strecke fast alle Ionity auswendig kann und wir nur mal gucken müssen, wie die Verfügbarkeiten sind. Und da nehmen wir euch natürlich immer exemplarisch mit. Wir sind beim neuen Ionity in Linte angekommen. Vielleicht habt ihr ihn auf der Rückfahrt von Zell am See schon mal bei uns auf dem Kanal kennengelernt. Der ist ja relativ frisch und relativ neu. Aber er ist auch nur, das zeige ich euch, 174 Kilometer von unserem Startpunkt entfernt. Wir haben jetzt 18,8 Kilowattstunden pro 100 Kilometer verbraucht bei 70 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit. Erinnert euch bitte, wir fahren ja erstmal 100 Kilometer Landstraße Richtung Berlin, dann durch Berlin durch und deswegen haben wir da natürlich auch keine große, hohe Durchschnittsgeschwindigkeit. Wir sind jetzt hier angekommen mit 67% State of Charge. Jetzt sagt natürlich jeder, ja Mensch Olli, du musst doch den Akku auf 10% leer fahren, damit du dann die höchste Ladepeak bekommst und. Nein, muss ich nicht, weil die liebe Frau mal zur Toilette möchte, ich selber möchte zur Toilette und das kleine Donnerlein da hinten, das ist einfach auch mal froh, nach 2,5 Stunden Fahrerei mal hier das Gras in Linte zu beschnuppern. Und deswegen habe ich meine eigene individuelle Ladeplanung und das kann ich euch auch nur empfehlen. Das könnt ihr zum Beispiel auch mit A Better Route Planner machen. Habe ich euch mal ein Video schon mal zu erstellt und euch das individualisieren. Zwischenziel ist ja München. Das heißt, der nächste Ladestopp wird wahrscheinlich Köschinger Forst West sein und dann nach der Übernachtung in München in Angard. Das ist ein Ionity-Lader. Ich glaube, der ist kurz hinter Kufstein und dann reicht eigentlich schon fast der Akku des Mercedes EQS mit 107,8 Kilowattstunden netto oder 107,6. Dann sogar fast bis zum Gardasee. Das ist ja das Schöne, dass man das individuell machen kann. Und ich lade jetzt hier einfach auf 90-95%, dass ich ganz gemütlich und entspannt nach Köschinger Forst West komme, weil ich bin nämlich nicht auf der Jagd, sondern auf der Reise. Natürlich lade ich so nicht mit der maximalen Ladegeschwindigkeit. Der Mercedes EQS hat jetzt hier erstmal 113 kW im Peak aufgebaut. 67% ist da der State of Charge. Aber ich nutze halt den Vorteil, den mir Mercedes mit dem EQS respektive mit allen EQS im ersten Jahr bietet, nämlich bei Ionity kostenfrei zu laden. Und das ist natürlich dann auch meine erste Anlaufstelle. Ich darf hier bei dem Vorführwagen von der Sternauto-Gruppe da natürlich auch dieses freie Laden sozusagen mit dem EQS benutzen. Und das ist natürlich eine schöne Ersparnis. Ihr wisst ja, mit der Mercedes Me Charge-Karte, dann wenn man Ionity Premium hat, lädt man für 29 Cent. Der EQS hat im ersten Jahr Unlimited, lädt dann quasi kostenlos. Oder wenn man einfach so bei Ionity lädt, dann kostet es ja bis zu 79 Cent. Ja, falls ihr euch das ersparen wollt, aber auch bei Ionity laden wollt, kann ich euch nur empfehlen, schaut mal bei Encharge vorbei. Encharge ist ein tolles Tool, eine App, gibt es auch im Internet, wo man Freikilometer durch Internet-Einkäufe sammeln kann. Das mache ich auch. Ich habe schon über 10.000 Kilometer mit Encharge in die Fahrzeuge geladen.
und dann wiederum mit der Einfachstromladen-MeinGo-Karte zum Beispiel auch bei Ionity man dann kostenfrei laden kann. Wenn euch das interessiert, schaut da gerne mal in der Videobeschreibung nach. Da habe ich euch einen Link zu reingetan, zu Encharge. Das kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr häufiger im Internet einkauft, ein Elektroauto fahrt und so kostenfrei laden wollt. Ja, das Auto war wieder mal viel schneller als die liebe Frau und ich hier beim Laden. Wir stehen nämlich jetzt hier 29 Minuten, der ist auf 98% hochgeladen. So viel wollte ich eigentlich gar nicht laden. Es ging ja nur darum, bis Köschinger Forst West zu kommen und ich würde sagen, ich steck mal los. Wir schauen mal aufs Display, wie weit es ist bis Köschinger Forst West. Das sind nämlich exakt 431 Kilometer. Wir sollen mit 17% State of Charge da ankommen. Mal schauen, ob mein Strompedalfuß das überhaupt zulässt oder ob wir nochmal kurz irgendwo zwischenpuffern müssen. Wir lassen uns einfach mal überraschen und fahren mal los. Liebe Frau musste mal spontan zur Toilette und der liebe Mann fährt natürlich sofort mal spontan rechts raus, weil er ein Autohofschild gesehen hat mit einem goldenen M und da habe ich gedacht, Mensch, das ist doch wunderbar. Da können wir zum einen mal pullern gehen, das ist nämlich da in der Regel kostenlos beim Chemiker. Und dann komme ich hier runter und auf einmal sehe ich hier eine Fastnet-Station. Da habe ich natürlich gleich das Elektroauto angesteckt, obwohl wir eigentlich Köschinger Forst mit 15% in 108 Kilometern angekommen wären. Jetzt laden wir hier schön spontan mal mit 152 kW, haben schon wieder 2% geladen. Dann spare ich mir nämlich nachher so ein bisschen Ladezeit, auch wenn ich da nicht den maximalen Ladepeak dann Köschinger Forst mitnehme. Aber hier habe ich nämlich in der Tat die Einfachstromladen-MeinGo-Karte genommen, damit ich hier bei Fastnet kostenlos laden kann über meine Encharge-Freikilometer. Wie gesagt, wenn es euch interessiert, schaut ihr gerne mal in der Videobeschreibung nach. Und ist doch cool in der Elektromobilität und das ist mir auch aufgefallen jetzt hier auf der Strecke, die A9 entlang Richtung, sind jetzt am Bayreuth vorbei, ich weiß gar nicht wie, Gewerbepark Schöntal heißt das hier, ist also eine OMV-Tankstelle, Fastnet mit einigen Stationen und ja, wie gesagt, der Chemiker. Und da muss ich euch sagen, das finde ich richtig geil, dass wir so langsam ja an fast jeder Tankstelle, respektive dann halt auch an den ganzen Autohöfen, jetzt auch schnelle Ladesäulen bekommen. Das ist gut für die Elektromobilität. Und man merkt es ja auch, dass immer mehr Elektroautos unterwegs sind. Und so kann man natürlich mal pullern gehen, kleinen Snack holen, die liebe Donna mal kurz auf die Wiese rauslassen und mit ihr spazieren, mit einer kurzen Ladepause in den 10 Minuten verbinden und ja, so mit 153 kW kommt ja auch ein paar Kilowattstündchen in den Akku. Ich mag ja irgendwie Fastnet, gerade hier mit ihren Solardächern und ja, dieser schönen Architektur ist doch richtig klasse. Wir haben hier 175 kW Lader, einen schönen Triple Charger, 50 kW für die Kollegen, die ein bisschen langsamer nur laden können und da hinten nochmal zwei 350 kW Lader. Aber mir reicht das ja im Prinzip bei meinem State of Charge, weil ich eh weiß, dass ich da in dem Bereich mit dem EQS 450 Plus nur in dem Bereich lade und falls jetzt ein anderer kommt, der schneller laden möchte, wir laden jetzt aktuell mit 157 kW bei 43% State of Charge, dann blockiere ich ihm nicht die schnellere Lademöglichkeit. Und so gehört sich das, finde ich, auch in der Elektromobilität, dass man Rücksicht aufeinander nimmt und sich gegenseitig halt auch unterstützt. Und da ist der EQS 450 Plus, aber auch wirklich ein Lademonster. Wir stehen jetzt hier mal 11 Minuten und er hat einfach mal fast 29 Kilowattstunden nachgeladen. Das ist einfach mega, mega fix. Und jetzt legen wir auch mal los und fahren weiter und stöpseln ihn ab. Wir sind
Pöschinger Forst West angekommen. Und zwar mit einem State of Charge von 35%. 15% waren ja avisiert, aber wir haben ja ordentlich nachgeladen bei unserem kleinen Zwischenstopp 11 Minuten bei Fastnet. 21,3 Kilowattstunden pro 100 Kilometer ist der Verbrauch. Wir sind jetzt 600 an 1 Kilometer gefahren in 6 Stunden 7 Minuten. Und die Durchschnittsgeschwindigkeit ist auf 98 km/h angestiegen. Das liegt natürlich daran, dass wir jetzt auch viele, viele Kilometer Autobahn hinter uns haben. Ich bin eigentlich immer so 150 hier mit dem Abstandsregeltempomaten gefahren. Das funktioniert ja im EQS wunderbar. Und jetzt stecken wir ihn mal an. Ich liebe ja diese mit vermeintlich älteren Modelle dieser Ionity-Ladesäulen. Sind sie mega, mega zuverlässig. Da gibt es halt selten mal Ausfälle. Und hier funktioniert halt auch wunderbar Plug and Charge. Das heißt, der Mercedes EQS kann sich sozusagen durch seinen Ladeanschluss hier bei Ionity authentifizieren und damit sozusagen den Ladevorgang freischalten. Und das spart natürlich Zeit. Und man muss auch nicht jedes Mal die Karte rausholen oder im Auto irgendwas tippen oder eine App suchen, sondern Stecker rein, so wie die Tesla das auch machen beim Supercharger, und los geht's. Was ich bei Mercedes echt zu schätzen gelernt habe, sowohl beim EQA der lieben Frau als auch damals beim EQV, und das wiederholt sich hier auch im EQS, ist, du steckst ihn rein und er baut sofort Ladeperformance auf. Schaut mal bitte, 175 kW haben wir jetzt schon im Peak. Klar, mit 37% werden wir jetzt wahrscheinlich nicht die 207, 208 kW in der Spitze schaffen, aber 178 kW ist, finde ich, ein ordentlicher Wert. Damit kommen wir auf jeden Fall gut und zügig vorwärts. Und der EQS hat halt eine Ladekurve, die nicht irgendwie mal so einen kurzen Moment einen hohen Ladepeak hat und dann immer weiter runterfällt. Nee, die haben eigentlich ein gutes Level, wo sie es halt schaffen, von 10% auf 80%, also 70% von 107,6 Kilowattstunden, dann sogar in 30 Minuten zu laden. Und da muss ich sagen, da ist hier eine gute Chemie mit einer guten Ladetechnik gelungen. Nach 22 Minuten haben wir 80% State of Charge geladen. Ja, laden immer noch mit 116 kW im Peak, das ist ein Top-Wert, finde ich, bei dem Akkustand, und haben jetzt aber schon fast 54 Kilowattstunden in 22 Minuten nachgeladen. Mensch, Mercedes, du bist ja ein richtiges kleines Lademonster. So, wir haben schon wieder 25 Minuten nachgeladen, sind bei 85%, er lädt noch mit 91 kW, das ist ein guter Wert, haben jetzt 60 Kilowattstunden nachgeladen, das ist ja so groß wie bei manch anderen, der ganze Akku, wenn er voll ist. Und jetzt stecken wir mal los und fahren weiter nach München zum Hotel. So intelligent, wie man glaubt, dass ein Mercedes sein könnte, ist er aber in Wirklichkeit gar nicht. Obwohl wir jetzt geladen haben, zeigt er mir immer noch an, Ziel erreicht, und ich soll dann quasi auswählen, welchen Ladepunkt ich laden möchte, obwohl ich ja über Plug and Charge geladen habe. Naja, Mercedes, da kennt wahrscheinlich nur ihr die entsprechende Antwort. Wir fahren jetzt zum Ziel, zum Hilton Garden Inn an der Münchner Messe nach Feldkirchen, und das sind noch 89 Kilometer, sollen da, ja, in einer guten Dreiviertelstunde ankommen, das ist doch okay. Und haben dann immer noch 70% im Akku, weil wir ja morgen weiterfahren wollen mit euch an den Gardasee. Wir sind in Feldkirchen östlich von München angekommen, in unserem Hotel für die eine Nacht im Hilton Garden Inn. Da haben wir einen super Preis bekommen, inklusive Frühstück und Donnerlein. Ja, lasst uns auf die Reise des ersten Tages resümieren. 21,3 Kilowattstunden pro 100 Kilometer haben wir verbraucht, 689 Kilometer zurückgelegt in 6 Stunden 55 Minuten. Und 100 km/h ist die Durchschnittsgeschwindigkeit. Ich muss sagen, so mit den drei kurzen Ladestops war das doch äußerst entspannt und wurde allen entsprechend gerecht. Ja, wir werden heute Abend hier nochmal gucken, ob wir einen kleinen Salat mit einem Stück Fleisch bekommen. Und dann werden wir den Abend schön ausklingen lassen hier im Hotel, um dann morgen früh weiterzureisen Richtung Gardasee. Und dann melden wir uns morgen früh bei euch natürlich wieder. Einen wunderschönen guten Morgen aus München. Ja, wir haben
haben im Hilton Garden Inn, muss man wirklich sagen, hervorragend geschlafen und das zu einem sehr, sehr fairen Preis. Also wer mal in München ist und ja sozusagen im Osten der Stadt zu tun hat, dem kann ich das Hotel sehr empfehlen. Unser EQS 450 Plus Proband hat auch hervorragend kostenlos hier in der Garage sozusagen geparkt. Und jetzt wollen wir uns natürlich auf den Weg machen Richtung Largo di Garda und ich nehme euch mal mit bei der weiteren Routenplanung. Wir können losstarten. Und zwar ist die liebe Frau im Auto. Sag mal guten Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, das liebe Donnerlein ist natürlich auch mit im Auto und am Start. Und jetzt geht es auf unsere zweite Etappe, nämlich von München Ost, Münchner Messe Feldkirchen, nach Largo di Garda, nach Tegnale in unser Hotel, Parkhotel Zanzano. Das sind 409 Kilometer. Ich habe das schon mal hier geplant. Ich habe mir als ersten Stop nach 103 Kilometern ausgesucht den Ionity in Angard Nord. Das ist in der Nähe von Kufstein. Und dann kurz vorm Ziel nochmal in Trento, in Trient, den Ionity. Das war damit möglichst viel Akku natürlich auch im Parkhotel Zanzano ankommen können. Vor Ort gibt es auch zwei Ladestationen, wo man für 45 Cent pro Kilowattstunde laden kann als Hotelgast. Finde ich richtig klasse. Wir haben dann ein schönes Drei-Zimmer-Apartment gebucht mit Terrasse und wollen da natürlich die schöne Aussicht auf den Largo di Garda genießen. Ja, leider hat der Mercedes natürlich den Abstartwert zurückgesetzt. Das heißt, wir starten jetzt mit frischen Werten hier von der Münchner Messe aus dem Hilton Garden Inn und machen uns auf die Reise, die gut, ich würde sagen, 5 Stunden zum Gardasee. Wir sind in Angard bei Kufstein angekommen, bei Ionity, hier direkt an der Autobahn. Ich glaube, das ist die A12, wenn ich das richtig gelesen habe. Und schauen mal auf die Werte. 20,7 Kilowattstunden pro 100 Kilometer ist der Verbrauch. 102 Kilometer sind wir gefahren, eine gute Stunde haben wir gebraucht. Und 10,5 Grad ist heute irgendwie so ein bisschen sehr bedeckt und so leicht regnerisch. Denke ich, ein ordentlicher Wert. Und jetzt werden wir schön hier den Akku ein wenig füllen, um dann über den Brenner zu fahren nach Trient zum nächsten Ladestopp. Wir sind hier in Angard mit 49% State of Charge angekommen. Er geht gleich hoch auf 134 kW. Das ist doch schon mal ein guter Wert dafür, dass natürlich der EQS auch über Nacht die ganze Zeit da in dem kleinen Parkhaus gestanden hat. Der Akku sich wahrscheinlich über die 100 Kilometer nicht groß erwärmen konnte. Ich habe natürlich die Ladestation als Ladeziel in der Navigation eingegeben, sodass davon auszugehen ist, dass der Akku auch seitens des Mercedes entsprechend vorkonditioniert wurde. Jetzt sind wir schon bei 138 kW. Ja, wenn ihr natürlich nicht irgendwo mit Mercedes MiCharge, wie zum Beispiel beim EQS, im ersten Jahr mit kostenfreien Laden Unlimited bei Ionity, wie dieser Proband hier von der Sternautogruppe versorgt seid, dann empfehle ich euch halt immer mal drüber nachzudenken, mit euren Internet-Einkäufen bei Encharge da Freikilometer zu sammeln und die dann zum Beispiel auch mit der Einfach-Stromladen-Maingau-Karte halt bei Ionity oder woanders zu verladen. Ja, ansonsten ist Angard eigentlich ein ganz schöner Ladeplatz. Hier ist so eine OMV-Tankstelle mit so einem kleinen Bistro-Kaffee dran, wo man auch draußen sitzen kann, wo man ein paar kleine Snacks bekommt. Insgesamt sind hier 5 Ladeplätze, 4 Schnelllader und ein 50 kW Triple Charger und noch 2 Reserve, wo ich denke, dass sie halt bald ausgebaut werden. Und Donner genießt natürlich das schöne Alpenwasser von Evian. Ist das überhaupt Alpenwasser oder wo kommt Evian her? Ja, das Auto war wieder schneller als wir. Wir haben nach 18 Minuten auf 82% hochgeladen. Er lädt immer noch mit 103 kW im Peak. Das reicht uns locker bis Trient. Und dann machen wir uns mal weiter auf die Reise.
Wir sind in Italien und über den Brenner gerollt und oben auf dem Brenner waren sämtliche Ladestationen natürlich voll belegt, weil hier unheimlich viel Verkehr ist. Auch aus Italien kommt nach Österreich, war der Brenner total voll. Und jetzt sind wir beim Brenner rüber und vor der ersten Mautstation fängt es auch an, hier sich leicht zu stauen. Hier ist so Stau, Stop and Go. Und wir haben halt bescheidenes Wetter oben auf dem Brenner, hat es sogar leichten Schneeregen gegeben. Wir haben jetzt hier 3,5 Grad Außentemperatur. Schaut mal, 21,4 Kilowattstunden pro 100 Kilometer, 207 Kilometer sind wir gefahren. Ja, und durch das Gezuppel verlieren wir natürlich auch ordentlich an Durchschnittsgeschwindigkeit. Was ich euch noch sagen wollte, deswegen habe ich mal kurz gemeldet, ist auch der Punkt, dass ich mir einen digitalen Mautstreckengerät beschafft habe. Und zwar bin ich ja großer Freund und Fan der Facebook-Gruppe Tesla-Enthusiasten und einer der Admins-Moderatoren, der Christian Pogea, der hat so geschwärmt von dem Bip & Go. Ich zeige euch das mal. Das ist so ein kleines Gerät, das könnt ihr euch oben an die Scheibe machen und dann könnt ihr sozusagen bei den Mautstationen im Prinzip digital durchfahren. In Österreich geht es leider nicht für die Brenner Mautstraße, da habe ich mir online eine digitale Streckenmaut, zwei Fahrten hin und zurück gekauft, aber Italien, Spanien, Portugal und Frankreich geht hier dieses Bip & Go. Da gibt es auch zwei Tarife, einmal mit einem Jahrespreis, ich glaube 16 Euro oder wenn man es so wie ich monatlich nutzt, dann glaube ich so um die 1,60 Euro pro Monat plus dann halt die entsprechend anfallende Maut, die man verfährt, plus ich glaube 5% Aufschlag, weil Bip & Go möchte natürlich auch irgendwo von leben und Geld verdienen. Wenn euch das interessiert, ich packe euch da mal einen Link in die Videobeschreibung mit rein, wenn ihr öfter mal in Italien, Frankreich, Spanien und Portugal seid, dann ist das sicherlich eine gute Sache. Übrigens, wer im Hintergrund so leicht schnarcht, ist das liebe Donnerlein. Die hat sich überlegt, komm, den Brenner lasse ich mal aus. Sie macht mal hier so ein bisschen Mittagsruhe, aber das sei ihr ja auch zugestanden mit 12 Jahren, dass sie da so ein bisschen im EQS die Fahrt genießt und schläft. Wir sind in Trento, in Trient angekommen und das nach 4 Stunden 35 Minuten dann insgesamt ab München. 347 Kilometer sind wir gefahren, 18,5 Kilowattstunden pro 100 Kilometer ist der Durchschnittsverbrauch bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 76 km/h. Das ist ein sehr, sehr ordentlicher Wert, weil wir hier mit dem Moby Dick, der bei 2,5 Tonnen wiegt, plus Gepäck, plus uns fast 2,8 Tonnen dann über den Brenner gefahren sind. Der liegt ja, glaube ich, auch so 1400 Meter hoch und dann wieder runter. Und das muss ich sagen, hat der Mercedes EQS fantastisch gemacht. Rein jetzt vom Fahren, vom Komfort und wie ich finde, halt eben auch vom Verbrauch her. Weil 18,5 Kilowattstunden, das ist natürlich schon, finde ich, ein sehr, sehr guter Topwert für so ein Riesenauto mit 5,22 Meter. Ja, Bip & Go hat perfekt funktioniert. Hier in Italien an der Autobahn, dann fährt er nur ran. Es macht wirklich Bip und dann geht die Schranke auf und es ist Go. Sowohl bei der ersten Mautkontrolle als auch dann jetzt bei der zweiten, wo wir die Autobahn verlassen haben. Da muss ich sagen, das ist richtig klasse. Was überhaupt nicht klasse ist, ist leider das Navigationssystem vom Mercedes EQS. Ich habe ja meine Routenplanung gemacht, habe ich euch ja anfangs gesagt, mit Angard als Zwischenladeziel und hier Trient, Trento. Und er hat einfach mal ohne Ankündigung die Ladestation geändert
geändert. Ich habe mich natürlich darauf verlassen, auf die Navigation. Mache ich nie wieder, kann ich nur allen Mercedes-Fahrern empfehlen, da mal nachzuschauen. Er hat einfach mal völlig ohne Grund eine andere Schnellladestation in Trient mit zwei Ladepunkten auf 435 kW genommen. Und ich wollte natürlich bei Ionity laden, logischerweise, weil ich ja hier mit dem Probanden von Stern Auto aus Rostock kostenfrei bei Ionity laden kann. Warum soll ich dann woanders bezahlen? Sollte ich dann 8 Kilometer Umweg, 10 Minuten Fahrzeit und bin jetzt bei Ionity angekommen. Das nur mal by the way als kleiner Tipp. Schaut bitte auf eure Navigationsplanung. Nicht, dass der Mercedes euch still und heimlich mal die Ladestation ändert. Wir haben den EQS 450 Plus von Stern Auto angesteckt und mit 43% State of Charge. Er baut jetzt langsam hier Ladegeschwindigkeit natürlich auf. Und wir werden den Akku hier schön natürlich vollladen, weil es A, kostenfrei ist bei Ionity durch das Ionity Unlimited. Und zum anderen, weil wir dann ja morgen auch gleich unsere Touren starten können und gar nicht irgendwie schauen müssen, ob im Hotel die zwei Ladestationen in Funktion sind oder belegt sind oder wie auch immer. So sind wir natürlich völlig unabhängig und das wollen wir natürlich genießen. Ihr seht, er geht auch gleich hoch auf 166 kW hier im Peak. Das finde ich richtig, richtig gut. Auch der Standort ist hier ganz nett. Ihr seht das hier, hier ist so eine Eni-Tankstelle. Wir haben halt heute hier Sonntag, sind hier mitten irgendwo im Nirgendwo in Trient nahe der Autobahn und hier ist alles geschlossen. Ich glaube, man kann ja noch nicht mal pinkeln gehen, wenn ich das hier richtig sehe. Das ist natürlich dann auch, finde ich, so ein bisschen suboptimal von Ionity als Standort geplant. Man sollte ja wenigstens mal irgendwo eine Toilette benutzen können, respektive vielleicht die Möglichkeit haben, sich einen Kaffee zu holen oder. Und viele haben immer die Tesla Supercharger, ja, ich will nicht sagen gelästert, aber gesagt, ja, die sind immer so weit dann von der Autobahn weg, da muss man dann 2-3 Kilometer reinfahren. Aber meistens sind sie halt irgendwo bei einem Chemiker oder bei einer Tankstelle, wo man halt wenigstens 365 Tage 24/7 halt Dienstleistungen wie zum Beispiel Kaffee, Getränke, Snacks oder halt auch so eine einfache Toilette in Anspruch nehmen kann. Jetzt kann ich hier mal suchen, ob ich hier irgendwo ein Bäumchen vielleicht finde, ne, weil es ja logisch nach jetzt irgendwie so gefühlt 200-300 Kilometern fahren, da ist drückt natürlich die Blase. Ja, also hier in Trient, in Trento, da ist ja so ein bisschen problematisch, weil diese Tankstelle hier schon seit Monaten, schon seit dem letzten Sommer, also fast ein Jahr wohl oder über ein Jahr sogar, dicht sein soll. Schreibt da gerne mal in die Kommentare, wenn ihr da mehr wisst. Das heißt, man muss hier sich quasi ein Büschchen suchen, wenn man mal die Notdurft hat. Ja, der EQS ist trotzdem gut geladen, jetzt auf 96%. 34 Minuten stehen wir hier, haben 61 Kilowattstunden nachgeladen. Das reicht uns bei Weitem. Und wir gehen auf die letzte Etappe an den Lago di Garda. Und die letzte Etappe zeige ich euch natürlich auch noch mal auf der Karte. Jetzt ist sie gerade weg. Das sind 73 Kilometer. Wir sollen jetzt mit 84% State of Charge dort ankommen. Das ist natürlich ein guter Wert, sodass wir auch morgen viel unternehmen können mit dem Mercedes EQS. Und jetzt geht's los an den Gardasee. Wir sind an unserem Hotel Park Hotel Zanzano am Gardasee angekommen und da gilt es natürlich schon mal das erste Mal Resümee zu ziehen. Wir haben 18,3 Kilowattstunden pro 100 Kilometer verbraucht auf einer Gesamtstrecke von 419 Kilometer, sind 6 Stunden und 5 Minuten gefahren bei einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 69 km/h. Und weil wir ja in Trento gut geladen haben, sind wir jetzt sogar mit 85% State of Charge angekommen, sodass wir hier ausreichend Akku haben.
Wir haben unser Apartment bezogen, haben uns hier mal ein schönes, großes Drei-Zimmer-Apartment gegönnt mit Küche, Bad und zwei Schlafzimmern sogar und natürlich einem herrlichen Ausblick auf den Lago di Garda, also sozusagen den Gardasee. Ja, der EQS 450 Plus, der schlummert schön da unten auf dem Parkplatz. Hinten ist übrigens das Hotel, das Parkhotel Zanzanu. Das heißt, man kann hier natürlich zum einen natürlich Appartements bekommen, wo man halt Frühstück und auch Halbpension dazu buchen kann. Dafür haben wir uns auch entschlossen. Aber wo man einfach ein bisschen mehr Platz hat, halt auch mit dem Hund, dann hier wunderbar die Zeit zu genießen. Eine schöne Sonnenterrasse haben wir auch mit wunderbarem Blick hier auf den Gardasee. Hinten ist auch ein schöner großer Swimmingpool. Ihr kennt ihn wahrscheinlich im Hintergrund. Ja, da hoffen wir natürlich auf besseres Wetter die nächsten Tage, dass wir den vielleicht genießen können. Ansonsten gibt es hier natürlich auch ein Hallenbad. Ich glaube, ein Dampfbad, eine Sauna, eine Whirlwanne oder ein Whirlpool sogar, Massagen. Also schaut mal nach beim Parkhotel Zanzanu. Das bietet echt eine Menge und das, wie ich finde, für einen äußerst fairen kleinen Preis. Hinten haben wir eine Ladestation, wo man dann halt auch zwei Elektroautos gleichzeitig laden kann. Das ist ja auch immer wichtig für uns Elektroautofahrer oder auch mit einem Plug-in Hybrid, dass man hier schön am Lago di Garda elektrisch fahren kann. Ja, im zweiten Teil, der dann folgen wird, dann auch spätestens mit der Rückreise. Da zeige ich euch natürlich noch mal ein paar Impressionen hier auch vom Gardasee, um vielleicht bei euch auch mal das Interesse zu wecken, auch hier in die Region zu fahren. Und ansonsten bedanke ich mich wie immer bei euch fürs Zuschauen. Herzlichen Dank. Ich hoffe, das Video gefällt euch. Ihr bewertet es mit einem Daumen hoch. Falls ihr noch nicht Teil der Einfach Elektrisch Community seid, dann ist es doch jetzt eigentlich schon fast ein Muss, das Abonnement, was bei YouTube kostenfrei ist, damit ihr halt die weiteren Videos hier vom Gardasee und mit uns auf Reisen nicht verpasst. Also bleibt bitte gesund. Bis bald, euer Olli.